Moinsen Leute. Heute mal mit einem ersten Let's Play Video. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich doch recht bunt gemischt unterwegs sein werde auf meinem Kanal. Und unter anderem gehört Gaming zu einem meiner Hobbys. Bin ich natürlich kein Pro-Gamer oder so, also bitte habt habt Geduld mit mir. Da gibt es sicherlich bessere Spieler da draußen, aber es soll ja Bock machen. Deshalb wollen wir mal starten mit Shadow of the Tomb Raider. Ich finde es eigentlich eine ganz interessante Reihe, Tomb Raider an sich, und ja, wollen wir mal gucken, wie das Spiel so ist. So, erstens auf Ton gucken. Aber schon mal absolut erfolgreich gemeistert. Jetzt geht das schon wieder hier los mit. Aber ich besitze kein Square Enix Konto. Gut, können wir jederzeit noch machen. Ganz toll. Absolut fantastisch. So, Helligkeit. Mal gucken. Ich spiele ja eigentlich eher lieber hell als zu dunkel. Passen Sie den Gamma-Korrektur. Wir lassen alles auf 50% und gut ist. Oh, guck mal hier. Kommen wir ein Outfit dazu. Craft Fitness, fantastisch. Das ist wahrscheinlich auch das absolute Standard-Outfit, um sich durch den Dschungel zu schlagen. Aber naja, wir werden sehen. So, wir werden erstmal anfangen. Ja, wie ihr seht, erstmal anfangen zum Stichwort. Hab noch überhaupt gar nicht gezockt. Und wir fangen einfach mal an. So, Schwierigkeit wählen. So, alles klar, da verändern sich die ganzen anderen Schwierigkeiten mit. Na ja, gut, ist ja eigentlich immer Standard. Hilfe aktiviert. Munition ohne Ende. Ja, das ist zu einfach. Munitionskiste sind seltener Feinde, haben normale Gesundheit, kriegen normalen Schaden, so sind uns in der ersten Fischweise. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen einfach jeden Schwierigkeitsmodus. Sind in den meisten Spielen eigentlich gut. So ein bisschen Herausforderung muss ja dabei sein, aber soll auch noch Spaß machen, das heißt, wir müssen das ja nicht zu schwer machen. Und schwerer geht ja immer noch. Aber ich habe auch durchaus schon Spiele auf ganz leicht gespielt und ja gut, das ist dann im Endeffekt eigentlich schon noch durchlaufen. Und naja, das muss man auch nicht haben. Ja, ich hoffe, sonst alles gut bei euch. Bei mir ist alles bestens. Die Situation ist natürlich gerade ja, so langsam ein bisschen nervig, aber es gibt Schlimmeres. Vor allen Dingen in meinem Fall mehr Zeit für diverse Hobbys und Familie. Wobei natürlich Familie an erster Stelle steht. Ich habe mir jetzt noch keine so großen Gedanken gemacht über die Videolänge. Ich denke, wir werden so ein Mittelding wählen, so 20, 25 Minuten pro Folge. Und ja, das sollte eigentlich ganz gut sein. So, wollen wir mal gucken, das geht los.
einen, ich würde sagen, Herzschlag. Wir landen heute etwas unsanfter. Jonah, hörst du mich? 2 Tage zuvor. Unangenehm, unangenehm. So, ein bisschen Voltaren und dann ist die Sache doch wieder heil. Sagen wir so, durch die Controller-Vibration echt gut gemacht. Das ist echt gut. Ah ja. Klebeband rum. Geht schon. Der Kollege ist auch schon länger da. Einfache Bewegung. Benutzen Sie L, um sich zu bewegen. Drücken Sie X, um auf niedrige Plattformen oder Hindernisse zu gelangen. Okay, also jetzt ganz typisches
Einstiegs-Tutorial. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Sieht richtig aus. Wenn man die Jagd zwischen dir und Trinity, das ist schon seit mehreren Spielen der Fall. Sprengstoff sein. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Ja, alles halb so wild. Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Rosa Fisch, blaues Huhn, gelbes Krokodil, alles klar. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Da steht hier auch das Datum. Wieso macht Trinity das? Ganz normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Oh oh. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Okay. Komm jetzt! Ah, Fotos? Los, los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, Kaffee soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Aber mich fragt ja keiner. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Wohl irgendwie fester zu sein. Alle haben Masken an, oder viele. Ich glaube, das ist da in der Region ganz beliebt. Aber kann es nicht genau sagen. Da ist er. Okay, weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein?
Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also, deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, da kommen die Masken wieder ins Spiel. Okay, die sind völlig entstellt, also... Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? So, wir sollen also Dominguez finden. Siehst du was? Nein, suchen wir weiter. Ich laber jetzt nicht so viel, wenn... Oder dann hier... Ich mag keine Menschenmengen. Wir Sturmwaffen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Damit ihr die Dialoge verfolgen könnt. Jonah, er ist am Tor. Aber ich setze da nicht so viel rein. Wir gehen einfach mal hin. Ah ja. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ah, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Okay, jetzt sind wir also hier im abgesperrten Bereich. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Sieht ganz interessant aus hier. Ja, das werden wohl Gräber sein. Sieht echt gut aus. Das, denke ich mal, sind so eine Art Altäre, ne? Wo irgendwelche Opfergaben, Blumen, Kerzen niedergelegt werden können. Vermittelt aber echt eine coole Atmosphäre, muss ich sagen. Verzeihung. So, wir sollen weiter Dominguez verfolgen. Ich würde mal tippen. Wir müssen Richtung Tor. Zweifelt niemand an der Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir.
Wir sind zu allem bereit. Ah, ja, da sind sie schon. Ja, genau. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Mein Fehler. Genau, immer wirklich sein. Okay, eine ganz seltsame Veranstaltung hier. Irgendwie Gräber, Altäre, aber auch Mucke ist hier an und. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Okay, wir kommen hierher für uns. Um unentdeckt zu bleiben. Ja, ist irgendwie so eine Mischung aus Trauer und doch guter Laune. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig. Danke. Wir sollten gehen. Sneaky. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Wahnsinn. Oder geht es jetzt hier weiter? Ich kann gerade nichts anderes machen, wie hier so herzuschleichen. Okay, scheint wohl hier weiter zu gehen. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Ah. Büro in Top-Lage. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Okay, irgendwas mit der nächsten Phase. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, bis hierhin erstmal. Doch alles sehr geheimnisvoll und spannend. Vor allen Dingen ja, immer noch vor dem eigentlichen Start des Spiels. Ne? Wir sind ja immer noch in diesen zwei Tage davor. Und haben die Jungs jetzt hier verfolgt, die jetzt irgendwie an der Ausgabestelle sind. Ja, wirklich gut, wirklich spannend. Und dann geht's, würde ich sagen, in der nächsten Folge weiter, genau hier an dem Punkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ja, Sprachfehler. Würde mich mega freuen über einen Daumen nach oben oder gerne auch einen Kommentar und natürlich ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.